Sandra Brücker, OK-Präsidentin vom Sensebike. Es ist der Dürr, die 25. Ausgabe, das Jubiläum. Was ist die Bilanz, die ihr zieht? Alles in allem um mich sehr positiv. Wir haben ein riesiges Wetterglück gehabt. Geniale Ambiance. Ich habe morgen schon sehr viele Kinder am Start gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, viele zufriedene, lachende Gesichter von diesen jungen Fahrern, die da waren. Und es hat sich dann weitergezogen. Jugendkategorien waren gut besetzt. Und auch am Nachmittag bei den Eliten. Und eben Wetter perfekt, es war nicht zu heiß. Super. Wie seid ihr zufrieden mit den Teilnehmern und auch mit den Zuschauern, die heute da waren? Ich denke, die erste Bilanz ist sehr gut. Es waren 470 Angemeldete, 430 Klassierte. Das ist in dem Bereich, wo wir ging sind. Ähnlich wie die letzten Jahre. Also denke, das ist sicher schon mal nicht schlecht. Und die Zuschauer, habe ich den Eindruck gegeben, hat es relativ viel gegeben. Sie waren verdünnt auf die ganze Strecke. Und ja, jetzt hoffe ich, sie sind da noch ein bisschen gesellig am Herrenhöckeln und noch ein bisschen am Tag ausklingen. Die Stimmung am Rennrand, wie war die so? Sehr gut. Da ich selber gefahren bin, konnte ich selber miterleben. Ich habe wirklich, eben, man ist angeführt, die Leute waren verdünnt auf die verschiedensten Passagen. Und gerade halt die, technisch etwas schwieriger sind oder knifflig sind zum Wohnfahren, da hat es besonders viel gehabt und das ist ging schön. Sie haben schlussendlich zwei Weitsche gewonnen, sagen wir es mal so. Hat man gleich Kopf gehabt, dass vielleicht auch hier sogar gewinnt in dem einzigen Heimrennen, das man hat aus Deutsch-Friburger am Garmin gehabt? Ja, also gerade bei den Herren ist die Dominanz von der Französisch sprechenden oder von der Romandie, die ist wirklich da, die ist gross. Und, ja, also jetzt beim Nicolas Lüthi hat man es fast ein bisschen erwarten können.